Oh Leute, jetzt ganz genau zuhören. eWeber.com bietet jetzt mittlerweile sogar PS4-Spiele an, die ihr günstiger kaufen könnt, als ihr sonst gewohnt seid. Aus dem Shop, aus dem Laden, von Amazon oder. Das heißt, wenn ihr Interesse habt an einem geilen Game, nutzt den Code Shappy für 3%. Dazu kriegt ihr noch einen Euro hinterhergeschmissen. Und wenn ihr PSN-Karten braucht, klappt das genauso. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich habe mir heute tatkräftig Unterstützung geholt. Der gute Sharky ist da, direkt neben mir. Hallo! Moin Leute, was geht? Er hat natürlich keine Ahnung, dass ich ihm gerade gewunken habe, denn ihr könnt euch das ungefähr denken. Wir wohnen leider nicht direkt miteinander, aber wir können uns hören, ihr könnt uns sehen und wir haben gedacht, wir machen das mal zusammen. Und zwar geht es um Folgendes. Gestern kam das neue Update, 13 GB, was habe ich geschätzt? 11,5 oder so, glaube ich? Du hast 11,5 bis 18 gesagt. Seht ihr, knapp dran, wir haben den Reaper bekommen, wir haben neue Maps bekommen, die nur Black Ops Passbesitzer spielen können. Wir haben neue Waffen bekommen und all das. Und darüber wollen wir heute reden und gucken, ob ich mit meiner Meinung falsch liege. Deshalb macht es euch entspannt. Und ich werde gleich mal ganz knallhart vorausgehen und sagen, lieber Sharky, der Reaper ist scheiße. Viel zu stark, zerstört Ausrüstung, ist überhaupt nicht neu und die Ausrüstung von ihm geht mir tierisch auf den Keks. Bin ich trottelig oder was sagst du dazu? Also ganz, ganz ehrlich, ich habe gestern kurz angespielt und der Reaper ist schon extrem mächtig. Also gefühlt mit 2 Bullets bist du down und auf kleinen Maps spammt diese Shroud-Ausrüstung einfach die ganze Minikarte dicht. Das ist irgendwie nicht so geil. Der Radius ist größer als vom Sensorpfeil, habe ich gesehen gestern. Ordentlich. Und ist die komplette Minimap dann schwarz an der Stelle. Ja, und jetzt kommt wieder, wie mit der Strobe Light Shotgun, die jetzt nach 7 Monaten erst einen Gegner-Perk sozusagen bekommen hat. Es gibt keinen Perk, was irgendwas gegen die Ausrüstung macht. Das heißt, wenn dein Radar schwarz ist, hast du entweder Glück und irgendeiner schießt das Ding kaputt oder du hast Pech gehabt. Also wieder nicht ausbalanciert, nicht überlegt, im Prinzip Copy und Paste und eine Schwachsinns-CD eingefügt, wenn ihr mich fragt. Also ich hätte es ja noch besser gefunden, wenn das Ding nur das Radar abschirmt. Okay, damit kann man leben. Aber dass es die komplette Minikarte gleich komplett dicht macht, das ist doch hirnrissig irgendwie. Ja, und gestern Exclusive Ace hat den Reaper sozusagen vorgestellt in seinem Video und der hat eine Schadensberechnung gemacht und einer von 150 Schuss macht 80 Schaden. Das heißt, wenn ihr keine Körperrüstung habt, keinen Taktboost von Crash, dann seid ihr mit 2 Hits tatsächlich tot. Immer. Hab's gut geschätzt, war. Nicht schlecht. Vor allen Dingen, der hält 40 Sekunden. 40 Sekunden. In den 40 Sekunden, ihr könnt ja gerne mal probieren, ob ihr 150 Schuss loswerdet. Ich habe nicht das Gefühl. Also, das ist wieder so, alle sollen den OP finden, sollen viel spielen und dann nach einer Woche wird er wieder genervt. Vermute ich einfach mal. Aber ich darf ja nicht mehr meckern. Das heißt, ich werde jetzt was Positives raussuchen. Wir haben neue Waffen bekommen. Und neue Waffen ist ja erstmal geil. Aber keine einzige ist frei. Keine einzige kannst du frei spielen. Was machen wir damit? Tja, so ist das Leben, ne? Wir haben auf so Stufe 40 die Ultra Weapon Bright, was eigentlich ganz cool ist als Idee an sich. Aber im Endeffekt, mal ganz ehrlich, jetzt ohne irgendwie schlecht reden zu wollen, wir haben eine Waffenvariante drin, das Wundergewehr. Und das war's. Der Rest sind Sticker und ja. Es ist halt einfach. Aber jetzt könnte man ja sagen, ey, scheißegal, ob du eine Waffe und eine Waffenkiste hast, du hast doch eine Chance auf eine neue Waffe. Also habe ich jetzt ganz oft gehört. Problem doch aber beim Ganzen, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, wenn ihr jetzt nach der ersten Season erst angefangen habt oder nach der zweiten, ihr habt die SWAT vielleicht nicht, ihr habt es nicht geschafft, bis zur Daemon zu spielen. Nur weil ihr die Waffenkiste habt, heißt es ja nicht, dass ihr eine neue Waffe bekommt, von denen die jetzt gerade reingekommen sind. Wenn ihr Pech habt, kriegt ihr die scheiß Daemon, die ihr gar nicht haben wollt. Oder die SWAT oder ich weiß gar nicht, was da alles kam. Die Stingray, glaube ich, ja auch. Ja, oder dieses komische LMG. Also es gibt viel zu viele Waffen, die ihr mit der Kiste bekommen könnt. Und es ist ja das, was das Problem ist. Keiner kann entscheiden, wann er alle Waffen hat. Kann sein, dass ihr 1000 Euro ausgebt. Hast du schon Kohle ausgegeben fürs Spiel? Ich bin ehrlich, anfangs habe ich mir, so blöd es sich anhört, ich habe mir am Anfang 2-3 Tarnungen gekauft, hier die Reaktoren, weil ich die geil fand. So. Und ich dachte mir so, ja gut,
warum nicht? Aber da hat bestimmt auch keiner gedacht, dass die Tarnung noch 80 Mal leicht verändert aufs Neue rauskommt. Richtig, genau das ist der Punkt. Ich dachte mir so, okay, die sind jetzt in diesem Battle Pass drin, in diesem Supply Stream. Ja. Und, oder als Kaufvariante halt im Blackjack Shop. Und dann war's das auch wieder, ne? Das heißt, entweder du kaufst jetzt oder nicht. Und so bei geilen Sachen, wie bei dieser Nebeltarnung beispielsweise, dachte ich mir so, Digga, die holst du dir jetzt aber. Ich weiß ja, was du meinst. Die ersten paar Wochen kamen auch so einige Outfits für Battery. Da habe ich mir tatsächlich damals überlegt, einen zu holen. Aber es waren irgendwie schon 18 Euro. Und da habe ich gedacht, diese Outfits sind selten. So, dass die irgendwie alle 3 Monate mal kommen. Aber wenn ihr jetzt durch den Schwarzmarkt geht, ihr habt auch 4, also es gibt ja Inventar, Reserve, Schmuggelware, Blackjack-Shop. Es gibt einfach, ich glaube, wenn ich jetzt alles kaufen wollen würde, was es da gibt, müsste ich um die 800 Euro ausgeben. Mindestens. Ach ja, und ich habe mir die eine, hier, diese, was eigentlich nur die Vorbesteller kriegen sollten, diese Pistolen-Variante habe ich mir auch gekauft. Da gab es ja ganz viel. Es gab die Pistolen-Variante nur für Vorbesteller, ich glaube die GKS-Variante, die ICR-Variante, also alles, was angeblich nur für Vorsteller war, oder Vorbesteller, ist am Ende für alle rausgekommen. Natürlich nur zum Kaufen. Und ich habe nicht vorbestellt. Ja gut, bisschen Glück gehabt hast du dann. Ja, okay, aber okay, Spezialist ist nett, dass ein neuer dazukam, haben wir schon lange gewusst, ist jetzt nichts Atemberaubendes, was das Spiel besser oder schlechter macht. Die Sachen, die im Kontraband. Ja, ne? Ja, aber ganz ehrlich, es ist wieder nichts Neues. Es ist Copy und Paste. Und zwar komplett. Ja, aber er hat schon mit seiner Ausrüstung schon ordentlich Einfluss. Also ich habe gesehen, die Gegner machen es jetzt ganz gerne, dass sie entweder Spectre und Reaper spielen oder Zero und Reaper und dann ist vorbei. Ja, ist komplett abfuck. Dann hast du ja nie wieder ein Radar. Richtig. Habe ich keinen Bock drauf. Also doch Fortnite. Nein, aber mal ganz ehrlich. Wir haben ja noch mehr neue Sachen bekommen, Leute. Wir haben ja noch neue Maps bekommen. Und ich habe gestern festgestellt, die Maps, die neu sind, kann ich gar nicht spielen. Kein Battle Pass gekauft? Nee, kein Battle Pass gekauft. Werde ich auch nie wieder. Also, das weiß ich schon. Aber jetzt mal im Ernst, warum kommen, also das eine ist Havanna. Havanna ist Copy und Paste von Black Ops 1. Und das weißt du mit Sicherheit, das habe ich heute in der Roadmap von Treyarch gelesen. Leute, wir bekommen eine Map für den freien Multiplayer und zwar eine nagelneue, kreative. Jungle kommt jetzt zum dritten Mal. Es heißt Jungle Flooded. Das heißt, wir werden Jungle haben mit ein bisschen Wasser auf dem Boden. Und das war's. Aua. Was soll das? Ich meine, Jungle ist doch schon kopiert. Warum haut man nicht 2 nagelneue Maps für den öffentlichen Multiplayer? Ja, man könnte den Leuten ja auch was umsonst geben. Ja, gut, okay, hat auch keiner Bock drauf. Aber es muss doch an dem Update was geben, wo wir alle sagen, das ist gut. Ja, Reaper. Die Stille, so dieses... Okay, wir haben einen neuen Modus noch. Stock und Stein. Stock und also Stein. Genau. Habe ich noch nie gespielt. Ich auch nicht. Klingt für mich nach. Also, was steht da? Nur Armbrüste und Kampfäxte schalten sie Feinde aus, um zu punkten. Punkte von Feinden, die mit der Kampfaxt werden zurückgesetzt. Das klingt. Das ist ein altbekannter Modus. Ja, aber. Ich gönne den Leuten, dass sie bei sowas Spaß haben. Ich würde es mal sagen, hauptsächlich so eher Casual Players einmal die Woche zocken. Aber. Ja. Jetzt überleg mal, was wir aktuell als vorgestellt haben. Jetzt ist endlich mal infiziert raus. Requisitenjagd, Stock und Stein, Moshpit, abgespeckt und Zylinderverschluss, also mit den Snipern. Da ist nicht ein Modus, der nur für Solospieler ist. So ohne Partys, ohne alles. Und all diese Leute, die jetzt Requisitenjagd spielen oder infiziert, wenn es wieder da ist, oder Stock und Stein, sind Leute, die nicht die normalen Multiplayer-Modi spielen. TDM, Herrschaft, davon ab, was sowieso dumm ist. Die Lobbys in diesem Game sind unglaublich schlimm, weil die meisten Noobs gar nicht begreifen, dass wenn sie auf Standard gehen, statt vorgestellt, dass da noch sowas wie Team Deathmatch herrscht. Das Problem ist auch eigentlich mehr oder weniger zurzeit das gesamte Matchmaking. Ich habe das Gefühl, es war doch keinem COD so schlimm. Ich weiß gar nicht, was du hast. Wenn ich Level 800 bin, finde ich das toll. Wenn ich in TDM 75 Kills mache von 100 und verliere. Ich finde das fair.
Ja, das ist auf jeden Fall sehr innovativ und durchdacht. Das ändert das Spiel muss auch komplett. Immer eine neue Herausforderung. Aber du hast recht, das Matchmaking in diesem Game ist abstrus schlecht. Also, ich weiß gar nicht, wie oft ich schon mit 11 einzelnen Spielern, keinen Partys, in eine Lobby gekommen bin. Und dieses Spiel hat wirklich die 5 dümmsten ausgesucht und mir hingeworfen. Gleichzeitig. Ich habe zurzeit ein viel interessanteres Phänomen. Also so 2 von 3 Runden, die ich suche, sind Nach-Join-Runden, wo mein Team 20-85 hinten liegt. Da reiße ich auf jeden Fall noch eine Nuke. Definitiv. Das ist ja auch wieder so ein Ding, man hat gar keine Lust, aus dem Spiel rauszugehen, weil es so lange dauert, bis eine neue Runde startet. Aber man hat auch eigentlich keine Lust, die Runde dann zu Ende zu spielen. Und schon sitzt man nach 2-3 Runden da und denkt sich, ich kann im Prinzip auch ausmachen. Es macht ja keinen Unterschied. Das heißt, wir haben neue Maps, die wir nicht spielen können, einen Spezi, der zu stark ist, Waffen, die wir nicht freischalten können. Das ist ein tolles Update. Ja, ich weiß auch leider nicht. Trailer können sie. Kannst du denn nachvollziehen, dass ich dieses Spiel schlecht finde? Ich meine, auf meinem Kanal gibt es ja, das hast du ja auch schon teilweise erlebt, es gibt ja genug Leute, die gar nicht nachvollziehen können, dass es einfach schlecht ist. Und immer wenn ein neues Update kommt, haben wir die gleiche Musik, ich sag wieder, was alles schlecht ist. Ich versuche ja schon, die positiven Dinge rauszuziehen, aber es gibt doch leider einfach nichts. Bin also ich blöd, oder? Ich kann's verstehen. Also, wenn man dieses Spiel als erstes Call of Duty spielt in seinem Leben, dann verstehe ich, dass Leute sagen, wieso, es ist doch gar nicht so schlimm. Aber wenn du wirklich schon jahrelang Call of Duty Erfahrung hast und auch gerade wie du nicht gerade wenig Zeit in diesem Spiel verbracht hat, welches Level bist du jetzt? Prestige Master 700 802 oder so? 802 bin ich. Ja, 802 sogar. Also du hast diesem Spiel schon mehr als nur eine kleine Chance gegeben. Geringfügig mehr und ich verstehe es. Also ich finde, von Update zu Update wird es irgendwie schlimmer. Nicht besser, schlimmer. Also ich habe tatsächlich, ich habe 20 Spieltage, 2800 Siege und 140.000 getötete Leute. Ich glaube schon, dass ich mit der Anzahl an Spielzeit durchaus sagen kann, ich hate das Spiel nicht einfach, weil es mir egal ist, sondern ich habe es wirklich zum Großteil gespielt und habe auch gesagt, was negativ ist, weil es einfach so ist. Faires Urteil nach langer Zeit. Und ich finde, und ich habe es lange Zeit echt aktiv gespielt, weil ich echt gehofft habe, wenn alle YouTuber sich einfach mal zusammentun und sagen, hey Leute, das geht nicht. Und viele machen es ja schon. Drifter, Exclusive Ace, Haptic teilweise, also auch große YouTuber mit Reichweite. Und bei Twitter das Gleiche. Dass da irgendjemand bei Treyarch und Activision mal sagt, hey Leute, das geht ja so nicht weiter. Aber es gibt immer neues Update. Wir kriegen komplett neuen Content. Also was heißt komplett? Ein bisschen. Aber alles auf einem Fleck. Nach 3 Tagen ist es ausgelutscht. Und dann kommt immer so dieses Ding mit dem Hammer, so, ja, ihr kriegt das aber. Ihr müsst dafür zahlen, ihr müsst da. Und dann gibt es da Leute, die haben 60 fürs Spiel gezahlt, 50 für den Battle Pass, die sollen jetzt noch 100 für neue Waffen ausgeben. Es ist doch irgendwann gut. Es reicht doch irgendwann einfach. Meine Meinung. Ja, ich stimme dir zu. Du kannst mich nicht sehen, aber ich habe dir gerade die 2 Daumen die ganze Zeit in die Facecam gedrückt, Alter. 100% Retalk. Ich habe sie mal zurückgehauen. Also, ich kann es so unterschreiben. Was machen wir also jetzt draus? Nehmen wir uns irgendwas vor, spielen wir es trotzdem, versuchen wir es. Zu MW gibt es ja auch nichts Neues. Ich habe nichts gehört. Keine Beta, kein Multiplayer-Gameplay, gar nichts. Raus, ne. Ja, das Problem ist, nennen wir doch mal eine Alternative zu BO4. Ja. Ich und Fortnite. MWR. Für normalen Casual Gamer so gibt es vielleicht Alternativen. Der sagt, vielleicht dann spiele ich halt Warface oder spiele ich halt Apex. Watch Dogs oder Apex, ja, aber das ist alles nichts, was Content liefert, was jetzt großartig unterhaltsam ist oder auch nur annähernd so an COD rankommt. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir trotzdem Black Ops 4 immer wieder starten. So in diese Hoffnung, heute könnte es ja gut sein. Heute könnte Spaß machen. Heute könnten die Lobbys toll sein. Ja, aber. Auf einmal ist es vielleicht ein anderes Spiel. Und dann ist man am Ende doch bei Black Ops 3. Ja, tatsächlich. Also, das ist nicht mal eine blöde Ausrede, weil die Leute dann ja sagen, ja, warum spielt das dann, wenn man es nicht so toll findet? Was haben wir denn als COD-Alternative? Jetzt mal ganz ehrlich. Ich sehe da nichts. Ja, das ist weh. Also WW2 finde ich persönlich einfach nicht gut. Fand ich noch nie gut. Black Ops 3 habe ich 3 Jahre gespielt, weil IW und AW einfach...
für mich komplett für den Arsch waren. Ich kann Black Ops 3 nicht mehr spielen. Vorbei. Ja, es ist durch. Und ich meine, ich habe immer das Ziel gehabt, hier Level 1000 und wäre das Spiel gut, ich wäre vor 3 Monaten schon Prestige-Meister Level 1000 gewesen, aber ich halte, Leute, das ist kein Witz, ich halte nicht länger als 3 bis 4 Runden am Stück aus, ohne die Konsole auszumachen und zu sagen, es ist Zeitverschwendung. Also, für mich. Das erinnert mich an das Wochenende. Am Wochenende waren wir zu dritt, Jungs, kurze Info, weil Sharky so lacht und ich habe gedacht, okay, Luki ist da, Sharky ist da, vielleicht noch ein, zwei, kann ja ganz nett werden. Und wir alle, so die erste Runde haben wir halt nur gequatscht, das war alles cool. Und nach 3 Runden waren wir alle so, was machen wir hier eigentlich? Die Lobbys sind scheiße, die Maps sind scheiße, die Waffen nerven, die Spezialisten gehen einem so auf den Keks. Und wenn ihr das alles nicht habt, dann ist immer noch, dann spielen die Leute Akustiksensor, ich meine, sie hören eure Schritte auf der anderen Seite der Karte und auf ihrem Scheißradar wird in groß und fett und rot gezeigt, da kommt ein Gegner. Es geht doch nicht mehr nur freundlicher. Und das sind so Sachen, die nehmen den Spielspaß einfach weg. Und eins der wichtigsten Dinge, damit wir das Video zu einem Ende bringen, was für mich definitiv fehlt bei dem Spiel, ist dieser Grind-Faktor, dass man sagt, hey, ich will heute 10 Runden schaffen, weil ich bekomme was dafür. Und diese Aufträge machen das nicht, weil es ist mir scheißegal, ob ich 1000 XP für den Auftrag bekomme oder nicht. Was bringt mir das noch, 1000 XP? Bei Black Ops 3 zum Beispiel wusste man, ey, ich habe das und das durch, aber ich will Hero Armor für Spezies haben. Also habe ich verschiedene Spezialisten gespielt, verschiedene Modi für die Tageskisten, für Kryptos. Da hat es sich irgendwie immer gelohnt zu spielen. Und hier ist es so, du kriegst nach einer Stunde Spielzeit eine Vorratskiste und das ist meistens was Doppeltes. Ja. Na, du kannst ja auch tauschen. 6 Vorratskisten gegen eine Duplikatfreie. Ja, aber das lohnt sich nur für die Leute, so wie ich jetzt, Level 800, die schon sehr viel freigeschaltet haben. Weil sonst hast du einfach für zu viele Kisten, die du ausgibst oder erspielt hast, zu wenig Sachen, die du bekommst. Es klingt super, von wegen, ich tausche 6 ein und kriege garantiert 3 neue. Aber fast die gleiche Quote habt ihr auch, wenn ihr einfach 6 Sachen so öffnet. Ja, oder mehr sogar. Oder mehr, kommt drauf an. Wenn ihr nicht so viele Sachen habt, lohnt es sich viel, viel mehr. Oder wenn ihr so Level, ich sag, ab Level 300 wird es sich, glaube ich, erst für einige lohnen, je nachdem, wie viele Aufträge ihr da habt, die Sachen umzutauschen. Bis Level 300 würde ich gar nicht überlegen, weil ihr so viel Content gar nicht habt. Und es gibt mittlerweile 2800 Items. Waffentalismane, Sticker, Tarnung für einzelne Waffen, alles Mögliche. Hast du da aber auch schon mit einberechnet, dass du für jede Waffe wieder sowas einzeln ziehst? Ja, das ist alles einberechnet und auf Twitter gibt es einen, der berechnet das immer wieder, wenn ein neues Update kommt. Es gibt über 2800 einzelne Items und davon sind 10 Waffen. Also viel Glück, wow, die Waffen zu ziehen. Ich bin überwältigt. Ja, zumal dazu kommt ja, die Wahrscheinlichkeit, etwas Seltenes zu ziehen, ist ja viel höher als etwas, ich weiß gar nicht, Legendäres oder wie es heißt. Also, wenn ihr Waffen haben wollt, Leute. Ich krieg meistens nur Gesichtstarnungen. Ja, ich krieg Sticker. Geil, Sticker, mehr Sticker. Ich hab's gesagt, mehr Sticker, Leute. Wenn ihr Waffen haben wollt, geht in den Waffenshop, kauft euch eine richtige. Ist meistens auch günstiger als die Waffen hier. Und in dem Sinne würde ich sagen, ich verabschiede mich. Sharky, du darfst das letzte Wort an die Jungs richten. Ja, Leute, ich habe mich natürlich gefreut, mit Cheppy dieses Video hier machen zu können. Und schreibt jetzt nicht wieder rein, ihr redet es doch nur schlecht, ihr redet es doch nur schlecht. Dann schreibt doch auch mal dazu, was ist denn jetzt so toll? Bitte, ich möchte es gerne wissen, weil was ich sehe, gefällt mir nicht. Sagte er, als er seine Frau sah. In dem Sinne, Leute, ich bin raus. Haut rein. Was hast jetzt du gesagt? Oh.